Wie gestern angekündigt, werden wir heute natürlich auf der K der Osat unterwegs sein, auf dem neuen Server, den ich zufälligerweise getroffen habe. Hoppala. Die muss natürlich weg. So. Und ja. Ich hoffe, euch geht's gut, habt einen schönen Start in den Tag gehabt. Ja, und schauen wir mal, was sich denn da heute noch alles abgeht. Mach mit euch erstmal einen kleinen Rundgang. Denn, wie gesagt, Pavel, der ist jetzt noch am Aufräumen. Da dementsprechend leider zustoßen. Ja, 200 Millionen oder 2 Millionen habe ich zur Verfügung bekommen. Hab mir quasi dann einen kleinen Hof aufgebaut, einen Hof übernommen. Quasi den schönen Kuhhof. Und ja, zwei Felder. Wie gesagt, ein größeres Ecken mir abgebissen. Feld 71, 72. Quasi Sojabohnen mit Sorghumhirse. Und hier oben Feld Nummer 78 haben wir quasi dann die erste mit drauf. Und ja, dauert doch ein bisschen. Wie gesagt, immer die arbeiten hier mit Season. In dem Fall Sojabohnen haben wir noch ein bisschen Zeit. Und Gerste sind schon quasi am nächsten Punkt dabei, das zum Ernten. Ja, und während ich dann mir mal alles ein bisschen aufgebaut habe, auch mit dem Precision Farming, vielleicht kennt ihr das ja, Bodenproben, eigentlich zum Scannen für die Felder, die ein und andere Weise. Und zum späteren Zeitpunkt, natürlich kostet das ganze Geld, wenn man natürlich die Bodenproben hat, also quasi habe ich an meinen Feldern den ganzen, ne, ich habe einen sehr, sehr schluffigen Ton. ich mache eigentlich mehr Verluste als Gewinn, aber naja, so ist es halt. Scheiß aufs Geld. Aber ja, dementsprechend haben wir auf jeden Fall ein bisschen was locker zu tun. Ja. Also ganz easy. Ja, zwei Farmhäuser, Gewächshäuser, reichlich mit Erdbeere. Ich habe mir schon gedacht, tust da nur so ein kleines Schaf tönen, ne? Also großes Loch graben, Erdbeeren rein, Wasser rein und hau hier die Schafe mit rein. So, genau. Schauen wir mal. Haben wir auf jeden Fall. Wie bei meinem anderen Feld habe ich natürlich auch hier ein bisschen Honig mit hin. Und ja, sind wir heute auf jeden Fall Lohnaufträge auf jeden Fall machen. Ja, die Felder bis dauern ja noch, bis die fertig sind. So.
Schauen wir mal. Was kann man als Lohnaufträge dann machen? Unkraut bekämpfen. Kleiner Moment. Naja, so. Schauen wir mal. Alle warten in den Startlöchern. Engel sollen. So, dann können wir mal. So, dann holen wir uns mal das Zeug fürs Rasenmähen. Dann schauen wir mal, was da so abgeht. Ja, so ist, was hat da? Kleine schöne Karte, wie gesagt.
Schafstall, wie gesagt. Kleinere Ausführung. So. Fast die gleichen Aufgaben wie beim schönen 33er Feld, wo wir gestern gemacht haben. Oder ich gestern früh gemacht habe, wo ich offscreen war. Aber ja. Heute Morgen habe ich nämlich noch versucht, ein bisschen die 12. Folge, also heute Morgen um 8 kommt die nächste Folge vom LS raus, Folge 11. Und noch diese Woche werde ich noch die Folge 12 für nächste Woche Mittwoch schreiben. Also wie gesagt, wo ihr nämlich auf YouTube dann gucken könnt. Ballen. Will der wenden oder was? Oder was ist sein Kunden? Schneiden auf Gras, trocknen, in den Wänden. Ah ja. Tja. Da haben wir wohl ein bisschen gelitten. So. Ach, das ist sogar beim Pavel beim Hof. Ei, ei. Ah. Oh je, ob das so gut ist. Reißt mir noch, der reißt mir den Kopf ab. So, ich wollte euch mal den Friedhof zeigen, weil der sieht nämlich besonders geil aus. So. Das sieht doch geil aus. Also. Warte mal. Warnblinker rein. Geil, Leute. Für mich ist es ein absoluter Augenschmaus. Also, das ist Detailtreue. Richtig, richtig schön. War doch gut, dass wir ein bisschen vorgespult haben. Aber ja. Das ist Osata. Das ist. Kleine Karte, aber viel, viel geschmückt. Gar nicht mal so schlecht. Kaffeekränzle am Friedhof, noch um die Uhrzeit. So. Feld 49, wir kommen. Die Felder liegen hier dicht an dicht.